Ja, in diesem Tutorial möchte ich nochmal zeigen, wie können Sie sich jetzt so verschiedene Bauteile bezogen auf Fenster oder Türen besorgen. Wo finden Sie welche, wenn Sie jetzt keine eigenen selber erstellen wollen oder halt über dieses Fassadenwerkzeug gehen wollen, was ich in dem anderen Tutorial gezeigt habe, gibt es natürlich eine ganze Menge Bauteile, die jetzt schon mitgeliefert werden mit der Installation von Revit. Aber es gibt da andere Wege. Zunächst erstmal der klassische Weg, wenn Sie jetzt normales Revit haben, ohne irgendwelche Sondergeschichten, gehen Sie hier auf Architektur, dann Bauteil platzieren und dann gehen wir hier auf Familie laden und dann springt er halt in den eingestellten Ordner, je nachdem, was Sie alles installiert haben. Er fragt Sie ja dann bei der Installation, welche Länderpakete Sie da installieren wollen. Ich habe da meistens immer so die englischsprachigen installiert. Die nehmen allerdings eine ganze Menge Speicherplatz ein. Das dürfen Sie nicht vergessen. Also nicht nach dem Motto viel hilft viel. Klar, wenn Sie einen Haufen Platz haben, können Sie es gerne machen. Man muss allerdings dazu sagen, das ist oftmals auch redundant. Ja, also was weiß ich, was Sie im UK haben, haben Sie Hausnummer zu 70% vielleicht auch im US-amerikanischen drin. Also das ist nicht so, dass die jetzt wirklich aber so 20-30% würde ich sagen, ohne dass ich jetzt wirklich alles genau durchgegangen bin, unterscheiden sie sich schon. Und wenn wir jetzt mal gucken hier bei Fenster, ich bleibe mal im deutschsprachigen Raum erstmal, mal gucken, wo ist jetzt hier Deutschland überhaupt? Jetzt bin ich aber Neuseeland, Thailand, Schweden. Aha. Na hallo, wo bin ich denn jetzt gelandet? Norwegen, Singapur. Das gibt's doch nie. Ah, okay, jetzt bin ich hier drin. Germany. Und es gibt, glaube ich, auch Österreich, oder? Australia? Nee, es gibt nur Germany. Interessant. Ja. Aha, okay. Ja, normalerweise ist das Dach der Dachraum. Die machen eigentlich ein Content Package. Also mit Dach steht für Deutschland, Österreich, Schweiz. Die nennen das hier halt Germany. Also ein bisschen irreführend. Und da ist, glaube ich, das gesamte deutschsprachige Raum drin. Und schauen wir hier unter Fenster. Der Nachteil ist bei dieser Methode, Sie müssen sich da hier durch diesen Ordner-Dschungel klicken. Dann nehmen wir hier mal irgendwie vierteilig. Und dann haben wir hier halt diverseste Fenster, die halt jetzt in diesem Content-Paket für den Dachraum drin sind. Übrigens gibt es ja auch Öffnungen. Ja, das sind nur Maueröffnungen. Ja, also die müssen Sie jetzt nicht mit Profil bearbeiten erstellen, das können Sie auch mit diesen parametrisierten Öffnungsobjekten machen. In der Regel reichen die natürlich aus, diese Standardöffnungen. Dann gibt es noch Sonderformen, ich weiß nicht, was da drin ist. Ja, so Dreieckfenster. Ja, also schauen Sie einfach mal rein. Da gibt es eine ganze Menge. Ich nehme jetzt mal irgendwas hier, zum Beispiel das. Und gehe jetzt hier auf Öffnen und setze das jetzt hier. Ups, jetzt meckert er rum. Okay. Okay, in einen anderen Datensatz laden. Revit kann ich von der nicht laden. Okay, sag mal hier erstmal nein und ich gehe auf Fenster, mache den anderen Weg. Ja, Bauteil laden mache ich normalerweise nicht. Ich habe jetzt blöderweise diesen Befehl gewählt für so Sonderbauteile. Also Fenster ist kein Sonderbauteil. Ja, für solche Geschichten, die jetzt zusätzlich reinkommen, das sind Möbel oder halt irgendwelche Rohranschlüsse. Normalerweise Fenster gehen Sie ein bisschen anderen Weg. Also gehen Sie auf Fenster. Sie können natürlich, deswegen war vorhin mein Ansatz, ja, einfach auf Einfügen gehen, dann hier auf Familie laden und dann können Sie einfach mal das Fenster hier reinholen. Da ist die Familie quasi drin. Ja, das ist ein Weg. Jetzt haben wir das hier und jetzt können Sie das hier platzieren. Das wäre der richtige Weg gewesen. Oder wenn Sie jetzt meinetwegen bereits im Fensterbefehl drinne sind, gehe also hier auf Architektur, dann auf Fenster und gehe dann hier auf Typ bearbeiten. Und dann kann ich ja auch entweder hier anfangen, jetzt hier diesen Typ, die Typeigenschaften zu verändern. Ja, beachten Sie, dass eventuell duplizieren sollten vorher, falls Sie den Typ schon mal irgendwo verwendet haben. Oder Sie gehen hier auf Laden und laden sich dann hier, was haben wir hier noch, irgend so ein Sonderfenster rein und können von hier aus auch quasi so ein Fenster hier. Ja, ich mache das einfach mal so rein. Ja, es gibt natürlich Ärger, weil das zu groß ist, aber egal. Escape. So ein Fenster einbauen. Das wäre jetzt der klassische Weg, ja, wenn Sie jetzt nur mit einem normalen Revit arbeiten. Geht man so los. Der nächste Weg ist, wenn Sie jetzt mit Mensch und Maschine, mit diesem, wie heißt das, BIM Booster arbeiten,
Das ist hier. Dann haben Sie die Möglichkeit hier Bibliotheken und Objekte. Das ist ein bisschen komfortabler. Gehen wir da mal rein. Das dauert eine Weile, ehe das Ding startet. Der Vorteil ist, da können Sie Ihre gesamte Bibliothek, die Sie meinetwegen Ihre lokale Bibliothek, wohlgemerkt, können Sie da durchsuchen. Das ist ein bisschen so komfortabel wie im Archicad, allerdings noch nicht ganz. Jetzt ist er mir hier rausgesprungen. So, wo ist er jetzt hin? Ist immer noch am Starten. Ahoi. Der berühmte Vorführeffekt. Ich habe ihn vorhin noch nie ausprobiert. Das war vielleicht ein Fehler. Ah, jetzt kommt er. Muss man es auf einen anderen Bildschirm schieben. Und hier sollen Sie zunächst erstmal unter Datenbank hier Ihre Ordner bekannt geben, wo sich Ihre Familienobjekte befinden. Normalerweise wäre das, ist das ein Speicherort. Also hier einmal die, das ist, also mit diesem BIM-Booster von Mensch und Maschine kommen Tools mit, ja, die wir hier sehen, also zusätzliche Werkzeuge im Revit und auch eigene Familien. Zusätzliche, die werden dann hier abgelegt. Und was Sie hier sehen, ist der Standardpfad von Autodesk, wo halt AutoCAD, Quatsch, AutoCAD sage ich schon, Revit seine Familien ablegt, die ich vor eben gerade gezeigt habe. Ja, von Germany, US, die ganzen Content Packages, die halt zu Revit von Haus aus gehören. Ja, die werden dann quasi in den Ordner abgelegt. Den musste ich mir mit ein, quasi mit dazu holen, wenn Sie BIM Booster installieren. Da wird normalerweise nur dieser Pfad hier verlinkt. Und den können Sie dann hier über Plus einfach noch zusätzlich hinzufügen und können so theoretisch sogar noch, wenn Sie in der Firma arbeiten, eventuell noch irgendeinen Serverort angeben, wo eventuell Ihre Firma dann auch Ihre eigenen Familien ablegt oder so. Also Sie können ja quasi beliebig viele lokale bzw. Pfade im Netzwerk, geht das glaube ich auch, angeben. Und der Vorteil ist dann, Sie können dann von hier aus quasi nach bestimmten Elementen suchen. Ich bin jetzt auch kein großer BIM-Booster-Experte. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin. Also ich wähle zum Beispiel aus hier Familie, gebe jetzt hier Fenster ein als Basisfilter. Aufpassen, ne? Sie müssen natürlich aufpassen, wenn Sie mit deutschen Begriffen hier arbeiten, dann finden Sie natürlich auch nur deutsche, eher nur ein bisschen deutsche Familien, ja, aus dem deutschen Sprachraum. Da zeigt mir leider hier keine Gesamt, doch hier 290 an, also 290 hat er gefunden, von insgesamt 78.000 Objekten. Machen wir mal hier Window, mal sehen, wie viel müsste eigentlich mehr finden. Da sehen Sie, da haben Sie 4.450, ne, weil das natürlich der englischsprachige Raum ist natürlich wesentlich größer als jetzt der deutschsprachige Raum. Das ist übrigens der Grund, warum ich auch oftmals mit die englischsprachigen Familien mit installiere. Also alle Länder, die Englisch sind und Deutsch, tue ich normalerweise mit installieren, falls ich so viel Speicherplatz habe. So, und jetzt sehe ich ja auch eine Vorschau. Natürlich haben Sie jetzt hier nochmal alle möglichen Familien, die halt, wo halt der Begriff Window irgendwie vorkommt. Und zum Beispiel hätte ich jetzt hier dieses Fenster und das ist jetzt gespeichert. Ja, in irgendwie. Ach, sehen Sie jetzt hier mal den Pfad Programmdata und das ist jetzt unter Australia ist das halt. Ja, und so könnte ich jetzt auch arbeiten. Was ich noch ehrlich gesagt noch nicht ganz gecheckt habe, wie ich das Ganze jetzt hier lade. Ich kann jetzt hier auf Typenparameter gehen, mir jetzt hier irgendwelche Maße aussuchen. Achten Sie darauf, gerade wenn Sie jetzt im englischen Sprachraum unterwegs sind, dass Sie natürlich oftmals mit diesen Inches, Zollen arbeiten und nicht im metrischen Maßsystem. Das muss man eventuell berücksichtigen. Wenn Sie, vor allem wenn Sie in der Praxis sind, wenn Sie jetzt als Student sind, ist das meistens egal, aber wenn Sie in der Praxis arbeiten, ist das eventuell ein Problem, ja, dass Sie dann vielleicht da irgendein Fenster wählen und dann später feststellen, in der Ausführungsplanung so eins bekommen Sie hier nirgendwo zu kaufen, ja, mit den Maßen oder müssen Sonderanfertigung machen. Eventuell lassen sich die Maße auch anpassen auf metrische. Das jedenfalls sei dazu gesagt. Und jetzt muss ich überlegen, ich habe das immer noch nicht richtig verstanden, wenn ich jetzt auch sage, auf Laden gehe, dann lädt das rein, oder? Dann lässt das momentan nicht. Doppelklick oder platzieren und jetzt gehe ich auf Laden. Okay. Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das funktioniert hat jetzt. Gehen wir auf Schließen. Muss gestehen, das habe ich noch nicht so richtig herausgekriegt, wie das funktioniert. Ich hoffe, der Vorführeffekt lässt mich jetzt nicht im Stich. Ich fürchte, er lässt mich im Stich. Er hat es nie reingeholt. Ah, so ein Mist. Nochmal ein Versuch. Also. Hier, wo ist es? BIM Booster.
Hier raus. Und ach so, ist jetzt eh. Nee, das ist vor allem noch in dem Befehl drin. So, also hier BIM Booster. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich das. Das hat mal funktioniert und jetzt habe ich vor kurzem habe ich das Problem, dass es nicht mehr funktioniert. Entweder habe ich jetzt irgendwas übersehen oder seit der Version 2019 hat sich irgendwas geändert. Ja, es dauert leider wieder ziemlich lange. Es liegt einfach daran, weil da wahrscheinlich die Familien immer aktualisiert, die Pfade irgendwie durchsucht am Anfang. Das heißt, umso größer ihr Verzeichnis ist, umso länger dauert wahrscheinlich das Ding zu öffnen. Weiß nicht. Lassen Sie mich nochmal einen Versuch hier wagen. Irgendein Fenster, nehmen wir das. Was mich ein bisschen irritiert ist, er lässt das nie platzieren. Ich kann das zwar anhaken, aber er lässt das nie. Platzieren ist irgendwie ausgegraut. Doch jetzt ist es irgendwas, aus irgendeinem Grund ist es jetzt möglich. Jetzt tut das wohl das rein. Das ist ja importieren. Das kann ich hier auswählen. Und kann es jetzt hier absetzen. Warum das Laden nicht funktioniert, fragen Sie mich nie. Ich habe das Platzieren, den Platzieren-Befehl verstehe ich so, dass er sofort eben jetzt das Bauteil platzieren lässt. Wenn ich jetzt auf Escape gehe, geht die Familie gleich wieder auf. Also diese, nee, ich meine dieser Familienbrowser, oder? Sieht so aus, dann geht er wieder auf. Also wenn ich auf Platzieren gehe, dann ist er quasi weg und ich kann das Bauteil gleich platzieren. Und laden, so verstehe ich das, dass er das quasi in das Projekt reinlädt erstmal und ich kann es dann später platzieren. Aber ich fürchte, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Ich versuche es nochmal, irgendwas zu laden. Hier zum Beispiel das Ding. Und Typen, da gibt es ja nie, geh auf Laden. Ja, das ist, ich fürchte, da ist ein Bug, ja. Macht er nie. Das geht viel zu schnell. Schätze ich, dass das nicht funktioniert. Ja, und hier, wenn ich auf Typenparameter gehen, das auswähle, selbst dann lädt das nie rein. Nee, wirklich. Was Sie auch noch machen können, wenn beide nicht funktionieren, hat mich ein Student draufgebracht. Es ist ein bisschen umständlich, der Weg. Sie können das Ding einfach öffnen. Im Familieneditor, da geht das Ding quasi im Bearbeitungsmodus aus, die Familie, können Sie theoretisch die Familie verändern und können das von hier aus dann in Ihr Projekt laden. Ich mache das einfach jetzt mal von hier aus. Laden im Projekt. Und könnten jetzt hier dieses Bauteil platzieren. Ja, mach es nochmal aus. Jetzt kann ich wieder schließen. Also auf die Art und Weise können Sie das auch machen. Wie gesagt, wer mit dem BIM Booster arbeitet, ich muss mal auf 3D gehen, um Ihnen das zu zeigen, wo das ist. Halt, das ist nicht 3D. So, jetzt gehen wir nochmal auf Architektur, auf Fenster. Eigenschaften. Ja, hier ist es jetzt. M-Window Casement Double. Das hat man vorhin. Das war doch das reingeladen, oder? Das hat doch irgendwie funktioniert, oder? Ach nee, das war das, was ich mit diesen Öffnen gemacht habe. Ja, also wie gesagt, mit dem können Sie auch arbeiten. Ich benutze das Tool erst seit 2 Jahren, bin da jetzt, sind sehr nützliche Befehle dabei. Bin aber jetzt auch kein so großer, hab da noch keine so große Routine drin und bin da also größer Experte. Da kann man sicherlich noch einiges vielleicht besser machen, wenn man sich besser auskennt. Ich wollte es Ihnen trotzdem zeigen. Zumindest das, was ich über dieses Tool weiß. Das bekommen Sie übrigens auch als Student für ein Jahr zur Verfügung gestellt. Solange Sie Student sind, zumindest, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Vor allen Dingen liefern die sehr gute Familien mit zum Teil. Ja, das ist schon allein deshalb ist das, glaube ich, ganz gut. Also sowohl im Architekturbereich und im Haustechnikbereich machen die da einiges. Im Statikbereich, also im technischen, ja, im Tragwerksbereich, weiß ich nicht genau, ob die da auch so viel machen. Das ist mir jetzt nicht so viel aufgefallen. Letzter Punkt ist, wo Sie auch aus meines Wissens Familien bekommen können, ist bei dem BIM Objects. Ja, hier können Sie sich quasi einloggen, anmelden mit Ihrem Autodesk-Account. Muss ich mal kurz gucken, ob es jetzt funktioniert. Ich habe hier gleich das Add-in installiert. Ja, und dann geht das hier auf. Ich bin jetzt hier eingeloggt mit meinem Autodesk-Account. Da können Sie den gleich verwenden. Sie können auch Ihren Google, glaube ich, Google und LinkedIn verwenden, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und jetzt gehen wir mal kurz zurück auf BIM Object. Sie sehen, das habe ich schon mal reingeladen. Das dauert eine Weile zum Teil, weil das zum Teil dann auch konvertiert werden muss und so weiter.
Sie können, wenn Sie nicht eingeloggt sind, können Sie ja drinnen zwar rumsuchen, aber Sie können nichts runterladen. Aber sobald Sie quasi eingeloggt sind, registriert sind, können Sie quasi auch von hier aus dann Sachen runterladen. Jetzt gehe ich ja mal auf, wo waren die Fenster? Hier auf Fenster, weil das passt jetzt ganz gut zum Thema. Oder nehmen wir mal Türen. Ein Fenster hat man gerade gehabt. Nehmen wir hier mal Türen. Und boah, jetzt nehme ich hier irgendwie so eine schöne Eingangstür. Ja, auch hier wieder beachten, ne, mit den Maßen. Für Student sein ist das kein Problem. Die Häuser werden eh nie gebaut. Wenn Sie die Häuser mal bauen wollen, dann müssen Sie bitte schauen, dass Sie dann auch die Bauteile dann letztlich auch bekommen. Da macht ja keinen Sinn, sich dann irgendwo im teuersten Ausland hier irgendwelche ausländischen Firmen zu nehmen. Und dann kriegen Sie das hier gar nicht im deutschen Sprachraum gebaut. Ja, aber das ist immer dahingestellt. Und jetzt gehe ich hier auf Download. Also, wenn ich das quasi von hier aus öffne, ist das eh alles eingestellt für Revit. Ja, dann zeigt er Ihnen eh nur die Elemente an, die für Revit kompatibel sind. Geht hier auf Download. Und jetzt nehme ich auch mal die Materialien. Texturen kann ich auch damit runterladen. Ich mache jetzt mal nur die Tür selber. Das dauert jetzt eine Weile. Je nachdem, wie komplex das Objekt ist. Okay, jetzt wird das mal runtergeladen. Danach wird das jetzt konvertieren von der 15er auf die 19er. Ja, ist schon etwas ältere Familie. Wobei das geht noch. 15, 19 ist nicht allzu großer Sprung. Jetzt sehen Sie hier unten gleich so eine Bildleiste, wo jetzt anfängt das zu konvertieren. Ist jetzt schon fertig? Ja, es ging relativ schnell. Das Ding hat ja länger gebraucht. Das habe ich vorhin gemacht zum Testen. Und jetzt kann ich hier die Tür verwenden. Ja, also wenn Sie jetzt dieses Add-in nicht haben, muss ich jetzt mal schnell gucken. Also wenn Sie das Add-in nicht haben, dann können Sie auch die Webseite direkt aufrufen, sich da wie gesagt mit Ihrem Autodesk, LinkedIn und ich glaube Google da anmelden. Können Sie ähnlich wie das jetzt von diesen Add-in ist, hier auf Windows gehen, in dem Fall, wir hatten vorhin Türen, auf Türen gehen. Allerdings müssten Sie jetzt hier vorher noch die Typen aktivieren. Den Typen, nee, Quatsch, den Typenfilter, sondern den Dateifilter, File Types, also Dateitypen. Und hier auswählen, dass Sie das auch für Revit haben wollen. So, Apply. Und jetzt zeigt der Inhalt hier nur Bauteile an, die halt auch für Revit verfügbar sind. Im Übrigen, wenn wir gerade drinnen sind, die gibt es auch für AutoCAD. Ne, sehen Sie hier. Also Sie können auch für Revit und AutoCAD. Das können Sie auch für AutoCAD verwenden. Ich weiß gar nicht, ob es da für AutoCAD ein Add-in gibt. Macht da, glaube ich, wenig Sinn, weil wenn man Revit hat, arbeitet man eben mit AutoCAD, was BIM angeht, aber okay. Und jetzt kann ich hier auf draufklicken. Müsste allerdings jetzt das erstmal nur lokal auf den Rechner laden. Gehe also jetzt hier auf Download und würde das quasi jetzt hier runterladen auf meinen lokalen Rechner. Ja, und müsste das dann von da aus, also wenn Sie dieses Add-in nicht haben, dann legen Sie das dann in Ihrem Download-Verzeichnis ab. Sagen wir hier, speichern unter. Da wieder ewig, eher da wieder hingeht. Jetzt hat das. Jetzt habe ich so mein Download-Verzeichnis. Also hier unter Downloads. Und dann wechsle ich in meinen Revit. Gehe dann hier auf. Bin noch ein Befehl drin. Irgendein Befehl ist noch aktiv. Den sollte ich noch schließen. Schauen wir hier mal, ändern. Upsala, Fertigbeton. Also, bin noch Platzierungsbefehl, Escape. So, gehe dann hier auf, was hatte ich gesagt, auf Einfügen, dann auf Familie laden. Gehe jetzt hier auf meine Downloads, finde ich die jetzt hier auf die Schnelle. Bibliotheken. Downloads, ach Gott, jetzt habe ich das blöderweise in den Ordner gespeichert, wo ich nicht so schnell einfach hinkomme. Da muss ich jetzt einen umständlichen Weg gehen über Benutzer und dann Downloads. Hier. Und hier haben wir jetzt die Tür. Sie sehen, wenn Sie das so machen, da wird es ein bisschen umständlicher. Wenn Sie dieses BIM Object Add-in haben, dann tun Sie sich ein bisschen leichter. Ja, ich habe es glaube ich auch in den EDV-Räumen.
mit installiert. Achso, ich habe das mal reingeladen. Und wenn ich jetzt hier auf Tür gehe, dann kann ich jetzt hier die Tür irgendwo auswählen. Hier ist es, glaube ich, jetzt. Ist eh dieselbe, oder? Ich weiß gar nicht genau. Ja, ist jetzt die. Also, ein von beiden ist das jetzt. Blick jetzt nicht mehr so genau durch, welche was ist. Die eine habe ich so reingeholt. Gibt es noch eine zweite dazu? Ja, vielleicht war es eh die. Weiß gar nicht genau, ja. Ne, die war es, glaube ich, hier. Und jetzt. Ist auch wurscht, ja. Also, so können Sie das dann auch machen. Wenn Sie jetzt sich dieses Add-in nicht antun wollen, wie komme ich zu den Add-in? Ich von hier aus kommen Sie auf den Autodesk App Store. Machen wir den nochmal auf. Ja, ich bin jetzt hier im Autodesk App Store. Sie können jetzt hier die Sprache einstellen. Lass das jetzt mal im Englischen. Ich glaube, ich hab, muss jetzt, das hat nicht ganz funktioniert, dieser Button da im Revit hier. Normalerweise müsste das jetzt aufgehen. Also irgendein Grund macht das nicht. Ich habe jetzt einfach die Adresse dann gegoogelt. Und hier ist dieser App Store. Von hier aus können Sie jetzt sich weitere Add-ins oder Apps, sagt man dazu, für das Revit, aber auch für andere Programme, zum Beispiel AutoCAD, hier runterladen und installieren. Das gilt natürlich nur für Ihre privaten PCs, was jetzt die EDV-Räume angeht. Dort tue ich die Add-ins installieren. BIMobject dürfte normalerweise dabei sein, unter anderem. Und ja, und hier suchen wir mal dieses BIM. Wie ist das BIM-Tools? Also hier BIM, nee, BIM-Object. Achso, Entschuldigung. Zunächst erstmal einstellen, dass wir im Revit sind. Dass wir quasi nach Revit suchen. Dann BIM-Object. Wir haben es eh schon. Man kann noch angeben, welche Version man hat. Ist ganz praktisch, ja, dass Sie auch jetzt die passende Version gleich bekommen. Also für 2019, die nehmen Sie die aktuellste. Sie sehen, es ist frei. Schauen wir uns das hier an, klicken drauf. Und hier sehen Sie jetzt die Sprache, das ist halt nur in Englisch. Und ich glaube, hier gibt es noch ein paar Screenshots dazu. Ich weiß sogar Videos hier unten. Ja, Screenshots haben sie gemacht. Und ja, und dann kann man das Ganze hier runterladen. Da es frei ist, müssen Sie nichts machen. Es gibt einige Add-ins, da müssen Sie sich registrieren. Das sind trotzdem frei. Ich glaube, für Studierende zum Teil nur. Ich glaube, Sophistic gehört dazu. Aber ich nagel es mich da jetzt bitte nicht fest. Ja, dann gehen Sie auf Download und können dann installieren. Beziehungsweise Sie finden, glaube ich, sogar, wenn wir gerade bei dem Thema sind, schauen wir noch mal ganz kurz rein. Die Lubal-Schnittstelle. Publisher wäre dann Lubal. Oder? Nee, das war jetzt. Also gut, die Sophistik wahrscheinlich auch nicht erfinden, oder? Sophistik. Ach so, Sophistik haben Sie schon einiges. Aber 15 Apps, okay. Also Sophistic finden Sie hier schon. Nur was Sie nicht finden, ist hier die Lubal-Schnittstelle. Da müssen Sie direkt, also nicht jede, also man muss dazu sagen, nicht jedes Add-in oder jede App wird jetzt auf dieser Plattform angeboten. Also es gibt auch Hersteller, ich schätze, Lubal gehört dazu. Da können Sie das halt nur von dem Hersteller selbst beziehen. Ich habe auch schon viele Add-ins für Revit oder auch für AutoCAD oder so gesehen, die jetzt nicht hier angeboten werden, ja, in diesem Store, über diese Plattform. Aber wie gesagt, es ging jetzt hier um die Auswahl von, um die Bibliothek von irgendwelchen Drittanbietern, was Fenster und Türen oder andere Bauteile angeht und das BIM-Object. Ja, das finden Sie hier. Und das können Sie dann quasi dann runterladen und installieren und haben das dann auch im Revit zur Verfügung. Hier ist es nochmal. Müssen sich dann hier einmal einloggen. Und das ist etwas komfortabler. Dann können Sie quasi dann direkt vom Revit aus dort drinnen browsen und die Sachen sich dann reinladen. Ich muss gestehen, die anderen Sachen habe ich noch nicht ausprobiert, dass man da alles hier machen kann. Ich habe bisher eigentlich nur diesen Browser hier verwendet. Ja, so viel zu diesem Thema. Also fassen wir mal kurz zusammen. Also wenn Sie hier eigene Bauteile verwenden wollen. Der Klassiker ist natürlich, wenn Sie hier einfach auf, hier Architektur gehen, dann auf Fenster, hier Typ bearbeiten und hier auf Laden gehen und sich dann hier einfach durchbrowsen durch die einzelnen Ordner der installierten lokal oder am Server installierten Bibliotheken, beziehungsweise alternativ können Sie auch über Einfügen hier Familie laden, das Ganze machen. Sie können sich auch quasi durchbrowsen über Ihre eigenen Bibliotheken, die
Zweite Variante, die ich gezeigt habe, war, dass sie hier über den BIM Booster arbeiten. Das war hier. Ja, wer das installiert hat, ich glaube, der BIM Booster ist dabei, glaube ich, nicht auf dieser Plattform verfügbar, aber weiß ich auch nicht so genau. Ja, ich habe ihn direkt vom Hersteller bekommen, von Mensch und Maschine. Müssen mit diesem Bibliotheksbrowser arbeiten. Das ist ein bisschen ähnlich wie im Archicad, aber ich finde den Archicad-Bibliotheksbrowser noch ein Tick besser, weil da kann man nämlich auch gleichzeitig das Internet mit durchforsten. Das macht im Prinzip der BIM Booster nicht. Er tut quasi nur die lokalen Bibliotheken durchforsten, die sie ihm quasi bekannt gegeben haben, und können dann von dort aus das ein bisschen leichter mit einer Vorschaufenster und einer Suchfunktion und einer Filterfunktion arbeiten, wie ich es gezeigt habe. Und die dritte Variante ist, wenn sie jetzt nicht nur mit den lokalen Bibliotheken arbeiten wollen, sondern mit Bibliotheken von sogenannten Drittanbietern. Das war die Sache mit dem BIM Object. Das können sie über dieses Add-in machen, dass sie sich meinetwegen runterladen können und installieren können und dann von hier aus bequem quasi dann diese Bibliothek durchsuchen. Da tun quasi wirklich jetzt, in der Regel sind das Bauteilhersteller selber, die dann ihre Produkte versuchen halt mit dieser Technologie besser zu vermarkten. Das gilt nicht nur für Revit, das gilt auch für Archicad. Ich glaube, die bieten auch für Archicad an, für AutoCAD, also für viele BIM-Programme und CAD-Programme. Und wer das nicht will, kann auch direkt auf die Webseite gehen und von dort aus das Ganze browsen. Achten Sie darauf, Sie müssen sich dort registrieren. Wenn Sie schon ein Autodesk-Account haben und ich glaube ein LinkedIn und Google, ich glaube, die drei Sachen werden da akzeptiert. Da können Sie auch mit dem da reingehen. Und also browsen können Sie es auf jeden Fall, aber wenn Sie es runterladen wollen, dann müssen Sie sich vorher registrieren. Ansonsten dürfte das frei sein. Bisher habe ich noch nie irgendwie eine Bezahlungsangabe gesehen, außerhalb der Registrierung, die allerdings frei ist. Und dann können Sie sich dann die Sachen runterladen und dann wieder über, wenn Sie es quasi nicht über das Add-in machen, also lokal runter auf den Rechner ablegen und dann wieder über einfügen und hier Familie laden, dann in Ihr Projekt reinholen. Ja, so viel dazu, zu den Möglichkeiten, die jetzt mir bekannt sind. Es gibt noch ein paar andere, aber es sind so die interessantesten, die ich jetzt hier empfehlen kann, um jetzt hier verschiedene Bauteile in Ihr Projekt zusätzlich reinzuholen.